Ja, hallo, herzlich willkommen YouTube bei eurem Commander Krieger. Herzlich willkommen zu einem Gameplay Modern Warfare 2 von Critical TV. Link zum Kollegen in der Beschreibung. Modern Warfare 2 Team Deathmatch auf Underpass. Fand ich ziemlich klassisch, weil ich auch mit Underpass damals auf meinem Kanal angefangen habe. Es war das erste Gameplay, was ich auf meinem Kanal gezeigt habe. Und ihr habt ja schon im Titel gelesen, auf Wiedersehen. Und das Ganze ist nicht so einfach zu erklären, weil es fiel mir auch nicht leicht, ja, dieses Auf Wiedersehen jetzt so sagen zu können oder sagen zu müssen. Definitiv nicht, weil, wie soll ich es beschreiben? Es sind so viele Sachen, die sich in meinem Leben verändert haben. Angefangen von einem halben Jahr habe ich das Tauchen begonnen. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich habe früher sehr aktiv Basketball gespielt. Das war eine für mich sehr geile Zeit. Ich konnte meinen Körper ans Limit bringen. Ich konnte meinen Körper fordern und hatte aufgrund von einer Verletzung diese Möglichkeit nicht mehr und habe jetzt mit dem Tauchen einen Sport für mich entdeckt, wo ich meinen Körper wieder fordern kann. Ein Sport, der jetzt gar nicht so anstrengend aussieht, der aber mega anstrengend für den Körper ist. Wenn man so 2, 3 Tauchgänge gemacht hat, merkt man erstmal so, was der Körper für eine Belastung durchgemacht hat und wie heftig das Ganze war. Und ich bin so dermaßen in diesem Hobby Tauchen aufgegangen. Ich habe, muss man mal sich vor Augen führen, ich habe in den letzten 6 Monaten über 5.500 Euro in dieses Hobby an Ausrüstungsgegenstände investiert. Teilweise brauche ich sie, teilweise brauche ich sie nicht. Teilweise habe ich mir was, ich sag mal, Luxuriöses gegönnt, hätte definitiv was Günstigeres bekommen können. Aber es ist ein Hobby, wo ich so richtig drin aufgegangen bin, was mir Spaß gemacht hat, beziehungsweise was mir Spaß macht und wo ich mich gerne noch weiterentwickeln möchte. Und auch dieses Hobby hat dazu beigetragen, meine Entscheidung zu treffen. Natürlich der andere große Punkt, ein wirklich sehr großer Punkt, ist, ja, der Krieger ist verliebt, die neue Freundin. Und jeder, der verliebt ist, weiß, dass man möchte am liebsten so viel Zeit wie möglich nur miteinander verbringen. Und da ist das Ganze natürlich so ein bisschen, ich nenne es mal, widersprüchlich. Und auch da muss man, weil es ist halt auch kein leichter Weg, wo man auch die Freundin mit einbeziehen muss, wo man auch ihre Meinung hören möchte und sie mit in die Entscheidung mit einbezieht, wo man dann schaut, ja, wie denkt sie drüber. Und nicht nur das, dann geht es auch noch in den Freundeskreis, weil den betrifft es auch in einer gewissen Art und Weise. Ich habe mit Robert drüber gesprochen und mit den anderen Jungs, weil es ist natürlich auch so ein bisschen, ja, es geht uns alle was an, kann man so sagen. Und damit ihr einfach mal seht, so wie mich das beschäftigt hat, ich habe mit meiner Tante darüber gesprochen, mit guten Freunden, die ihr so gar nicht kennt, mit denen habe ich darüber gesprochen. Ich habe mit meinem Opa habe ich darüber gesprochen, mit dem General, und habe seine Sichtweise mir mal angehört, weil natürlich der Mann hat auch ein bisschen Erfahrung, der kann mir auch ein bisschen was an Lebenserfahrung mitgeben. Einfach, weil ich auch mit mir gehadert habe. Jetzt gerade, es ist FIFA 17 Release, das heißt, das gibt auch nochmal, YouTube-mäßig gibt das auch nochmal, oder kann das einen großen Boost geben. Und ja, sich dann so zu entscheiden, ist natürlich, wie gesagt, nicht leicht. Und ja, ich habe mich entschieden. Ich habe mich entschieden und ich denke, der Titel des Videos ist klar, auf Wiedersehen. Ich werde am 30. September 2016 auf die Malediven fliegen. Ja, liebe Freunde, ich werde auf die Malediven fliegen. Ohne Robert, ohne meine Freundin, ganz alleine, muss man so sagen. Ja, gut, nicht ganz alleine. Doch, ich werde alleine fliegen. Und zwar auf eine Tauchsafari. Ja, ich werde zu einer Tauchsafari fahren. Das Boot heißt MV Stingray. Ist ein Tauchsafari-Boot auf den Malediven. Und dort sind, wie viele andere Taucher sind dort? Ich glaube, 14 andere Taucher, also ich sag mal recht kleines Boot, und mit diesen 14 anderen Tauchern werde ich insgesamt, so ist es bisher angedacht, 17 Tauchgänge auf den Malediven machen. Also ich bin 8 Tage auf dem Schiff, ich fliege am 30. Fliege ich hier in Düsseldorf los, fliege dann nach Male, also sprich auf die Malediven, nicht Malle, sondern Male, ist so ein bisschen das Gehobenere. Werde dann in Male abgeholt. Dort geht es dann direkt aufs Schiff. Dann fahren wir direkt raus, ich glaube, zum Nordmale-Atoll, glaube ich. Ich bin mir jetzt nicht genau sicher, wo die Route lang geht. Wird auch noch immer noch ein bisschen geschaut, wie das Wetter ist, etc.
Und dann gibt es abends schon direkt den ersten Tauchgang. Ein sogenannter Checkdive, wo dann geschaut wird, wie ist alles, sitzt die Ausrüstung, kann der Typ überhaupt tauchen, damit die Leute wissen, so wie sie mich einstufen können. Und ich werde dann ja, 17 Tauchgänge an Bord haben. Und warum? Großfisch, liebe Freunde. Großfisch, Mantas, soll es dort jede Menge Mantas geben. Es soll dort Walhaie geben, zwar nicht so viele, aber soll es geben. Es soll dort jede Menge Haie geben und ich werde die Kamera mitnehmen und ich werde für euch geile Videos produzieren. Und natürlich ist das Ganze jetzt ein bisschen kurzfristig. Ich habe gestern Abend quasi gebucht. 33:3, erstmal hier ein Critical, vielen lieben Dank. Und ihr könnt mir helfen, weil es wird morgen ein Video geben, wo ihr vielleicht ein bisschen, wenn ihr einen YouTube-Kanal habt, wo ihr vielleicht ein bisschen... ja, mir helfen könnt. Also, wenn ihr Interesse habt oder wenn ihr jemanden kennt auf YouTube, der vielleicht so ein paar Abos bräuchte und ein bisschen Aufmerksamkeit bräuchte, dann sagt ihm Bescheid, der soll morgen mal auf meinen Kanal schauen. Ich denke, das könnte ganz interessant werden. Ich bin raus. Gut, Schuss. Bis zum nächsten Mal. Euer Commander Krieger. Tschüss.